Mahlzeit und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße einen neuen Völker auf der Holzmap. Ja, wie gesagt, wie schon in der letzten Folge gesagt habe, heute wird abgedankt, ja. Das ist eigentlich mal so wie so oft schon. Ich habe mir eigentlich mehr erhofft, dass man ein bisschen mehr Ernte runterkommt. Hat leider nicht funktioniert. So, der ist auch schon mal voll. Der ist auch voll. Na, mal stehen lassen. Nehmen wir uns gleich den Drescher hier. Lassen wir uns mal den Kurs anzeigen. So, da halt. Ach, da hinten. Na, da geht's weiter. So, und ich kann ja weitermachen. Und ich habe in der Zwischenzeit schon mal ein paar Äpfelchen, Birnen hier schon mal eingelagert. Jetzt hat es auf jeden Fall sehr gut geklappt. Jetzt sah es alles schon ein bisschen besser aus. Jetzt wollen wir die letzten ja noch, die letzten drei reinschmeißen. Ne, gucken wir gleich mal, was haben wir da? Oh. Hier haben wir definitiv schon mehr. Also eine Palette ist schon fertig. Ich müsste eigentlich schon die nächste anfangen. Weil hier steht da drauf. 5000 Liter. Also. So, hier drüben steht das Wasser. Das kleine Wasserfass steht da, also machen wir den hier, stellen wir den bei den Äpfeln erstmal ab. Dann werden wir das letzte Stroh noch reinholen, bevor die Nacht anbricht. Und dann wird es langsam Zeit für die Karotten, ja. Ich habe mir schon überlegt, bei den Karotten werde ich es so machen, ich werde zwei Traktoren dafür nehmen. Einmal um das Kraut zu entfernen und der zweite nimmt dann die Erntemaschine. Sollte eigentlich auch gut funktionieren. Dann kann ich wenigstens das Kraut entfernen. Wo die Arbeitsbreite halt ein bisschen größer ist als beim Ernter. Und der Ernter wird dann über Kurzbell laufen. Ich bin ja mal gespannt, wie viel dabei rauskommt. Vielleicht können wir ja so machen, dass, wenn es vom Ertrag so hoch ist, dass man ja, die gleiche Menge wie vom Weizen und Gerste einlagert und den Rest alles verkauft. Ach, einen Frontlader muss ich auch noch holen. Stimmt ja. Ein Frontlader mit Schaufel brauche ich ja auch noch. Ah ne, er steht doch schon da. Ach, perfekt. Ich habe gar nichts gesagt. Alles gut. So, wo ist... Drescher fährt noch. Oh, Drescher ist fertig, oder? Ne, ein bisschen hat er noch. Gut, dann können wir natürlich das restliche Stroh erstmal einsammeln. Ich denke ja mal, das sollte jetzt dann fertig sein. Also, wir sollten es jetzt geschafft haben, hoffe ich doch mal.
Letztes Mal waren es ja auch zwei Bahnen und ein bisschen von da drüben, aber den kleinen Fleck können wir überschlassen. Wenn es jetzt nicht mehr reinpasst, bleibt es einfach liegen. Wird untergegrubert und ist gut. Apropos untergegrubert. Muss ich mal gucken. Jetzt will er speichern. Oh, muss nicht gepflügt werden. Das ist schon mal schön. Also brauchen wir nur einmal düngen. Den Grubern. Ja, und den ist ja schon beim bei unserer Sämaschine, ist ja, glaube ich, düngen. Ja, war ja düngen auch damit gleich dabei. Dann hätten wir schon mal die beiden Stufen düngen schon mal fertig. Kompost haben wir ja auch. Wir könnten natürlich auch einen Kompost, also einen Miststreuer nehmen für den Kompost. Könnte man natürlich auch Kompost streuen jetzt so. Nach der Ernte. Eigentlich auch eine Möglichkeit, ja. Na, dann müsste ich erstmal noch gucken, wie viel da jetzt rausgekommen ist. Ach, diesmal so. Mal geht's ja eigentlich hier. Ist auch noch ganz human. 60% erst. Können wir natürlich da hinten auch noch den kleinen Futzel wegräumen. Dann gucken wir mal, wo über ein bisschen was rumliegt. Sammeln wir mal alles mit ein. Wenn wir schon den Platz haben. Noch zwei kleine Häufchen. Liegt hier noch so rum. Ja, haben wir ein paar Eis weggekriegt. Ich schicke den gleich los und gucke gleich erstmal, was der Preis jetzt sagt. Weil zu den letzten Folgen hat sich natürlich der Preis geändert. Ist ja nicht mehr alles so das Gleiche. Sind schon ein paar Tage vergangen. Ja, und am nächsten Morgen wird sich denn ja, alles für die Karottenernte geholt. Die beiden Gerätschaften. So, werden wir gleich hier mal einstellen. Jo, wir wollen dahin. Lass mal kurz die Maus da an. Na, die Kurve war schlecht. Was ist los? So, wir werden jetzt mal hier. Oh, warte, wie knüllig. Der ist jetzt zum Abtanken gefahren. Der ist von alleine. Ist das noch an? Jetzt muss ich gucken. Ja. Der ist selbst abtanken. Das ist ja der Wahnsinn. Leute, danke für dieses geile Crossplay. Für diesen geilen Mod. Das ist doch mal. Du brauchst ja gar nichts mehr machen jetzt. So, dafür kannst du dich ausruhen. Hast du geschafft. Was fleißig. Danke. Ich wollte zum
Global Markt. Gucken, was der Strompreis so sagt. Oh, wir sind bei 9.000 ausfallend. Ist hier Dings drin? Kompost ist drin, okay. Dünger. Sojabohnen 1,6 der aktuelle Preis. Was sagt bei uns der Sojabohnenpreis? 1,4 beim Landhandel. Dann hätte ich gesagt, wo ist der Unimog? Da ist er. Komm, auf und davon. Fahren wir auch hoch zum Globemarkt. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Jetzt bin ich ein wenig falsch gefahren. Stimmt, ich hätte da vorne gleich links sie musst. Ja. Die Kurve. So. Der Fendt hat ein bisschen Vorsprung. Mal gucken, wer erster ist. Ist aber auch nicht direkt von wo er jetzt hier lang fährt. Ich baue doch noch mal. Ich baue doch noch ein bisschen die Karte. Bin da zu selten hoch, wir fahren bis jetzt. Ja, durch Autodrive wird man natürlich. Da war es doch schon. Ich wollte gerade sagen, durch Autodrive wird man natürlich auch ein bisschen faul. Man könnte auch natürlich auch sagen, gemütlich wird man da durch. Wo ist denn der andere? Ach, der ist doch schon da. Na. War ich definitiv zu langsam. Ja, ist gut. Ja, den verkaufen wir jetzt betest gleich. Machen wir ja knapp 20.000. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich gucke nicht, dass ich den Dings umfahre hier. Das steht da. So. Langsam, langsam, langsam. So, erst du. Und dann du. Muss ich ja mal ganz schnell mein Mikrofon ausmachen, das ist ich volle Kanne angehustet. Das wollen wir ja natürlich nicht. Aber doch, hier ist richtig Oberreiterhof. So ist das dunkel hier. So, nochmal 18.000 Liter Stroh. Ah, ich lasse mich überraschen. So, alles raus. Ich steig aus. Ja. 26.000 ist auch sehr schön. Machen wir, verkaufen wir alles.
Bestätigen und das hier auch verkaufen. Ja, ist ja Maximum eingestellt. So. Ui, jetzt aber was reingekommen. Ackergras. 1.100 bezahlt sie hier. Aber ich krieg mir noch mehr Geld dafür, oder? Für Acker? Wo waren hier Acker? Ach ne, sind nur 874. Okay. Denn ist nicht schlimm. So. Dann fahren wir jetzt einfach mal hier schön bei den Kollegen kurz mit. Es war etwas dunkel, aber. Obwohl, wir haben ja hier noch genug Maschinen umzustehen, die auch mal weggefahren werden müssten. Richtig schön im Dunkeln, herrlich. So, was braucht man? Halt, ich muss erstmal wieder. Sonst funktioniert es doch wieder nicht. So, dann lassen wir hier mal den Dings frei. Den MB-Truck. So. Jetzt hätte ich nicht groß anhalten müssen. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's gerade schon gesehen. So, ist jetzt richtig Tor, ja. Richtige Tors auf. So, machen das hier noch zu. Oh. Ist die Kurve nicht gekriegt, ne? Aber peinlich. So, hier auch Licht aus. Ach, das ist. So. Hätten wir das geschafft. Springen wir mal schnell hier in den 3D-Drahtdrescher. Da sind wir auch schon wieder am Ende. Ja, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst, nächstes Mal geht es wieder los. Haben einen neuen Tag denn. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit schlafen gehen, ja. Und dann schon mal die Geräte mieten für die Ernte. Na, ja, für die Karottenernte. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, auch gerne einen Kommentar. Ich wünsche auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann auf der Holzhimmel wieder am Montag. Bis dahin, rein ja und abgeklatscht. Tschüss.